Ja, vielen Dank für die nette Einleitung und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie bereits erwähnt, beschäftigt sich meine Forschung unter anderem mit dem Thema der Zellwanderung bzw. Zellmigration. Und als Modellsystem für migrierende Zellen benutzen wir Immunzellen aus dem einfachen Grund, weil Immunzellen die schnellsten bekannten Zellen im Körper sind und unter anderem Zellwanderung eine absolute Voraussetzung für ein funktionierendes Immunsystem ist. Unser Immunsystem dient in erster Linie zur Abwehr von Infektionen. Das heißt, es entfernt in den Körper eingedrungene Mikroorganismen, fremde Substanzen und ist außerdem noch in der Lage, fehlerhaft gewordene körpereigene Zellen, wie zum Beispiel Tumorzellen, zu zerstören. Generell ist unser Immunsystem ein dezentralisiertes System mit verschiedenen Immunorganen. Das heißt, es gibt nicht einen Ort, wo alle Immunantworten stattfinden, sondern eben viele, die über den ganzen Körper verteilt sind. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Zellen zwischen den einzelnen Immunorganen hin und her wandern können, um so Informationen auszutauschen. Dabei unterscheidet man zwischen primären und sekundären Immunorganen. Zu den primären Immunorganen zählen das Knochenmark und der Thymus. Der Thymus ist eine Drüse unterhalb des Herzens, hinter dem Brustbein gelegen. Und dort findet die Bildung und Reifung bestimmter Abwehrzellen statt. Zu den sekundären Immunorganen zählen die Lymphknoten, Milz, Mandeln und die Schleimhäute im Körper. Das sind nun die eigentlichen Orte, wo die Immunantwort stattfindet. Und damit diese Immunantwort möglichst schnell und effizient ablaufen kann, werden im Körper ständig unterschiedliche hochspezialisierte Immunzellen gebildet, um ihren Job ausführen zu können. Ausgangspunkt aller Immunzellen ist dabei die sogenannte Stammzelle. Diese Stammzelle teilt sich und entwickelt sich dann in eine von zwei Vorläuferzellen, die letztendlich die zwei Linien der Blutzellen bzw. Immunzellen bilden. Einmal die myeloische Vorläuferzelle und die lymphatische Vorläuferzelle. Diese Vorläuferzellen können sich wiederum auch weiter teilen und reifen dann in die einzelnen Blut- bzw. Immunzellen. Zu den myeloischen Zellen zählen die Erythrozyten bzw. roten Blutkörperchen sowie die Thrombozyten, die Blutplättchen, und einige Zellen der angeborenen Immunität, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, Monozyten, Makrophagen, dendritische Zellen und drei Arten von Granulozyten. Zu den lymphatischen Zellen oder lymphatischen Vorläuferzellen werden dann B- und T-Zellen, natürliche Killerzellen, die zusammen als Lymphozyten bezeichnet werden. Diese Zellen verlassen dann das Knochenmark über das Blut und gelangen so in die einzelnen Organe bzw. Gewebe, wo sie dann gegebenenfalls eine Immunantwort auslösen können. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwei Arten von Immunantworten, einmal die angeborene und die erworbene Immunantwort. Die angeborene Immunantwort ist die entwicklungsbiologisch ältere Immunantwort. Dazu zählen Granulozyten, Makrophagen und die natürlichen Killerzellen, die innerhalb von Stunden eine unspezifische Immunantwort auslösen können. Das heißt, diese Zellen sind in der Lage, eingedrungene Erreger direkt zu erkennen, aufzunehmen und so zu zerstören. Im Gegensatz dazu die erworbene oder spezifische Immunität, die vermittelt wird durch T- und B-Zellen. Das führt zu einer verzögerten, aber sehr, sehr spezifischen Abwehr innerhalb von Tagen und Wochen. Diese zwei Arme des Immunsystems agieren jetzt nicht unabhängig voneinander, sondern die sind durch eine Vielzahl von Signalen, Botenstoffe, sogenannte Zytokine bzw. Oberflächenmoleküle, miteinander verknüpft, die zwischen diesen beiden Armen vermitteln. Und eine Schlüsselrolle als Vermittler zwischen diesen beiden Systemen sind sogenannte dendritische Zellen. Dendritische Zellen werden auch als antigenpräsentierende Zellen bezeichnet und wurden zum ersten Mal 1973 von Ralph Steinman beschrieben. Steinman bekam letztendlich 2011 den Nobelpreis für Medizin bzw. Physiologie. Wie man auf dem Bildchen sehen kann, zeigen dendritische Zellen eine sehr charakteristische Morphologie. Wir haben diese bäumchenartigen zytoplasmatischen Ausläufer, woher letztendlich auch der Name dendritische Zelle stammt. Und was man auch sehen kann auf diesem Bildchen ist, dass sie in der Lage sind, direkt mit anderen Zellen des Immunsystems, in diesem Fall mit einer T-Zelle, zu interagieren, Signale auszutauschen und damit diese Zelle zu aktivieren. Und aus diesem Grund werden sie auch gerne als Schnittstelle zwischen der angeborenen und erworbenen Immunantwort bezeichnet. Prinzipiell findet man dendritische Zellen überall im Körper lokalisiert. Sie sind besonders angereichert in peripheren Organen,
und Geweben, die im engen Kontakt mit der Umwelt stehen, wie zum Beispiel die Haut, Lunge oder Darm. Und ihre Aufgabe dort ist es, die Umgebung abzusuchen nach diesen oder eingedrungenen Erregern, sogenannten Antigenen. Und wenn sie auf so ein Antigen treffen, können sie es aufnehmen, zerlegen, prozessieren und dann reifen. Während dieser Reifung werden die Zellen hochmotil, sodass sie durch die Gewebe wandern können zu den lymphatischen Gefäßen. Sie dringen in die Gefäße ein und von dort gelangen sie letztendlich in den Lymphknoten. Im Lymphknoten treffen sie dann auf naive T-Zellen, Teile der erworbenen Immunität, und sie präsentieren die Antigene, die sie in der Peripherie aufgenommen und prozessiert haben, über spezielle Oberflächenstrukturen an diese T-Zellen, die dann wiederum über spezielle Rezeptoren die Antigene erkennen können. Sie werden dadurch aktiviert, können aus dem Lymphknoten auswandern, direkt zum Infektionsherd und die Erreger spezifisch beseitigen. Und wie bereits erwähnt, interessieren wir uns im Labor besonders für den Prozess der Migration der dendritischen Zellen. Und die Fragen, die uns dabei speziell interessieren, sind unter anderem, wie schaffen es die Zellen, durch das Gewebe zu wandern, zu den lymphatischen Gefäßen? Das heißt, woher wissen die Zellen, wann sie wohin wandern müssen? Und wie generieren sie genug Kraft für die Fortbewegung? Was sind die molekularen Mechanismen dahinter? Den letzteren Punkt, die Kraftentstehung, kann man in vier Schritte unterteilen. Das ist ein Prozess, der sehr weit verbreitet ist im Körper. Das heißt, der wird nicht nur von Immunzellen benutzt zur Wanderung, sondern auch von anderen wandernden Zellen, wie zum Beispiel Neuronen im Gehirn. Die Zelle bildet dabei an ihrem vorderen Ende eine Art Ausstülpung aus, sogenanntes Lamellopodium. Dieses Lamellopodium besteht aus fibrillären Proteinen, Aktinproteinen, das sogenannte Aktingerüst. Und mit diesem Lamellopodium heftet sich die Zelle an ihre Oberfläche an, stellt eine Verbindung zum Substrat her, einen sogenannten Adhäsionspunkt. Und in den folgenden Schritten werden dann die Adhäsionspunkte im hinteren Teil der Zelle gelöst, sodass die Zelle letztendlich ihren ganzen Zellkörper nach vorne ziehen kann. Das heißt, diese Zellen besitzen eine Art intrinsischen Kraftgenerator, der gesteuert wird über das Aktingerüst. Und diesen Modus der Wanderung bezeichnet man allgemein als amöboide Wanderung, weil die Zelle sich dabei sehr stark verformen kann und so an ihre räumlichen Bedingungen anpassen kann, was natürlich extrem wichtig ist in komplexen Geweben im Körper. Der zweite wichtige Punkt, damit dendritische Zellen ihre Aufgabe erfüllen können, ist, dass sie am richtigen Ort landen, das heißt in den lymphatischen Gefäßen bzw. im Lymphknoten. Und diese Richtungsweisung bzw. Direktionalität wird gesteuert über sogenannte Chemokine, bestimmte Lockstoffe. Das sind kleine Proteine, die von den Zellen der lymphatischen Gefäße produziert werden, ausgeschüttet. Und die binden dann an gewisse Gewebestrukturen und bauen eine Art Konzentrationsgradienten auf. Das heißt, nahe am lymphatischen Gefäß ist die Konzentration an diesen Lockstoffen sehr hoch. Und je weiter man sich vom Gefäß wegbewegt, desto geringer wird die Konzentration. Dieses Gefälle wird eben als Chemokin-Gradient bezeichnet, der wiederum von den Zellen detektiert und interpretiert werden kann über sogenannte Chemokin-Rezeptoren, Oberflächenstrukturen, die spezifisch diese Lockstoffe binden können, ein intrazelluläres Signal auslösen, sodass die Zelle weiß, dass sie sich dorthin bewegen muss. Das heißt, dendritische Zellen nutzen dieses Konzentrationsgefälle, um ihren Weg zu den lymphatischen Gefäßen zu finden und von dort in den Lymphknoten zu gelangen. Das hier wäre jetzt ein Beispiel für migrierende dendritische Zellen, so wie wir sie täglich im Labor benutzen. Generell isolieren wir diese Zellen aus der Maus und packen sie dann in eine selbstgebaute Kammer, in der wir den Zellen einen Chemokin-Gradienten künstlich anbieten können. Das heißt, wir versuchen im Prinzip, die Bedingungen, die die Zellen im Körper vorfinden, möglichst genau im Labor nachzustellen. Aus dem einfachen Grund, weil es sehr schwierig ist, solche Zellen im lebenden Organismus zu filmen. Da sieht man recht schön, wie die Zellen sich in diesem Fall hier nach oben bewegen. Das heißt, sie folgen hohen Chemokin-Konzentrationen. Man kann auch schön erkennen, der vordere Teil hier der Zelle ist eben das sogenannte Lamellopodium, was sich den Weg sucht und die Zelle im Prinzip hinterherziehen lässt. Das wäre jetzt ein sehr minimales, einfaches Migrationsmodell.
in das wir sehr leicht eingreifen können. Das heißt, wir können es sehr leicht manipulieren. Wir können zum Beispiel die Chemokin-Konzentrationen verändern und schauen, wie die Zellen reagieren. Wir können ihnen verschiedene Lockstoffe anbieten und beobachten, ob die Zellen noch wandern können. Wir können aber auch die Zellseite manipulieren, das heißt die Zellen direkt, zum Beispiel über Ausschalten gewisser Gene mittels CRISPR-Cas9-Technologie. Aus diesem Grund eignet sich dieses System sehr, sehr gut, um eben molekulare Mechanismen sich anzuschauen. Allerdings reicht diese Durchlichtmikroskopie dafür nicht aus, weil wir eben nicht wirklich in die Zellen reinschauen können, was passiert in der Zelle. Um sowas machen zu können, müssen wir die Zellen anfärben mit speziellen Fluoreszenzfarbstoffen und sie dann mit einem Fluoreszenzmikroskop aufnehmen. Sowas sieht man zum Beispiel hier. Das wäre jetzt auch eine größere Vergrößerung, das heißt, wir können direkt in die Zelle reinschauen. In diesem Fall haben wir die ganze Zelle mit einem roten Farbstoff markiert, ein Farbstoff, der an die Zellmembran bindet. Und zusätzlich können wir eben noch intrazelluläre Strukturen, in diesem Fall Teile des Zytoskeletts, der Mikrotubuli, in einer anderen Farbe anfärben. Und dann sieht man recht schön, die Zellen hier wandern sie nach unten, sie folgen wieder dem Chemokin-Gradienten. Wir können jetzt die ganze Zelle beobachten und zusätzlich eben noch das Wachstum dieser intrazellulären Strukturen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier ist wahrscheinlich ein bisschen zu hell. Was man hier sieht, sind im Prinzip nur die Spitzen dieser Filamente. In diesem Filmchen würde man jetzt hier die kompletten Filamente sehen in grün und die Spitzen in rot. Über solche Filme können wir Daten generieren, eben über den Wachstum dieser Filamente und dadurch spezifisch Rückschlüsse ziehen auf die Kraftgenerierung zum Beispiel, also wie die Zellen Kraft erzeugen für die Wanderung. Zum Abschluss möchte ich noch kurz auf einen weiteren, eher unerwünschten Aspekt der Zellmigration eingehen, da Zellmigration nicht nur eine wichtige Rolle in gesunden Zellen spielt, beziehungsweise in physiologischen Prozessen, sondern auch für einige pathologische Prozesse verantwortlich sein kann, wie zum Beispiel bei der Metastasierung, also der Wanderung und Verteilung von Krebszellen im Körper. Krebszellen sind fehlerhaft gewordene körpereigene Zellen, die sich unkontrolliert teilen können und dann im schlimmsten Fall Metastasen im ganzen Körper bilden können. Und die Patienten sterben in der Regel eben nicht an diesem Primärtumor, sondern genau an diesen Metastasen, an der Verteilung der Krebszellen im Körper. Deshalb besteht ein großes medizinisches Interesse natürlich zu verstehen, wie diese Metastasierung funktioniert, um dann eventuell spezifisch dort eingreifen zu können und das zu verhindern. Und ein Mechanismus, wie Krebszellen anfangen können, sich vom Primärtumor loszulösen, ist, dass sie eben genau die gleichen Chemokinrezeptoren herstellen, wie das Immunzellen tun, nur dass sie gar keine Immunzellen sind. Das heißt, sie folgen oder sie nutzen im Prinzip die molekularen Mechanismen des Immunsystems aus, um sich dann vom Primärtumor loszulösen. Sie folgen den Chemokin-Konzentrationen zum lymphatischen Gefäß, können das Gefäß eindringen und dann letztendlich im Lymphknoten, den Lymphknoten befallen. Ähnlich wie das dendritische Zellen tun. Allerdings ist der Prozess in dendritischen Zellen ein physiologischer, erwünschter Prozess. Der Befall der Lymphknoten mit Krebs natürlich nicht. Aus diesem Grund ist es extrem wichtig zu verstehen, wie Immunzellen genau wandern, was die molekularen Spieler dahinter sind, um eben dann eventuell spezifisch eingreifen zu können in diesen Prozess und die unerwünschte Metastasierung von Krebszellen verhindern zu können. Damit komme ich schon zum Ende meines Vortrags. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken bei Professor Waldemar Kulanus, Michael Hoch, die sich extrem eingesetzt haben, dass ich in Bonn meine eigene Gruppe aufbauen kann, das Ministerium für die Finanzierung und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.